Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Stardew Valley. Oh, wir haben einen Brief bekommen. Hallo, bin gerade von einem Trip zurückgekommen. Du solltest mal am Strand vorbeikommen. Ich habe etwas für dich. Willi. Der gute Willi ist wieder da. Der Angler. Ja. Der erste Teil ist gerade eben auf YouTube online gekommen. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie die Resonanz ist. Ist jetzt relativ gut. Natürlich haben das jetzt noch nicht so viele gesehen, was ja für den Anfang ganz klar ist. Aber das ist ja nicht schlimm. So, dann wollen wir mal. Da sind Würmer. Wow, Leben. Super. So, dann gucken wir mal, was der neue Tag so bringt. Hier liegt diesmal nichts, das ist schade. Aber da muss er auch nicht jeden Tag was liegen. Wir sind generell meine Stats. Oh. Alle noch auf 0. Sehr gut. Und ich könnte mir eventuell noch ein paar neue Samen holen. Was für eine Quest. Gottes Lachs. Ja, gucken wir mal. Weil ich ja nicht so ganz weiß, wie das Angeln geht auf dem Computer. Ich kenne das ja nur von der Konsole, daher mal schauen. Ahoi, Böschchen. Hab gehört, es gäbe einen Neuling in der Stadt. Gut, dich endlich kennenzulernen. Willi. Ah, ich versuche immer noch ein wenig abzuschalten nach einem ganzen Monat auf der salzigen See. War ein ziemlich großer Fang, hab eine Menge guter Fischer verkauft. Endlich genug gespart, um mir eine neue Angel zu leisten. Hier, du kannst meine alte haben. Mir ist es wichtig, dass die Kunst des Fischens nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht kaufst du hin und wieder mal was von meinem Laden. Du erhältst Bambusstange. Hier im Tal gibt es gutes Wasser, alle möglichen Fische. Oh ja, mein Laden ist jetzt wieder offen, also komm vorbei, wenn du Vorräte brauchst. Ich kaufe auch alles, was du fängst. Wenn es stinkt, verkauft sie es bestimmt. Oh, das hat mein alter Vater immer, zumindest immer gesagt. Alles klar. Der gute alte Vater. Jetzt eine Bambusstange. Na, dann gucken wir mal, wie das so mit dem Angeln ist auf dem PC. Das kenne ich absolut nicht. Ja, gucken wir mal. Weil auf der Konsole ist Angeln eigentlich relativ einfach. Also, da bin ich ziemlich schnell ziemlich gut geworden. Ich glaube, hier muss man einfach nur mit der Maus klicken. Na, gucken wir jetzt mal. Ja, genau. Okay. Und fange natürlich nicht so einfach mit dem kleinen Balken. Der wird jetzt zum Glück das halt etwas größer. Ich habe auch gemerkt, dass sich aufs Spiel konzentrieren und dabei irgendwas reden echt nicht einfach ist. Ach, mache jemand einem geschenkt, stimmt. Aber ja, ich hoffe, ich lerne das mit der Zeit ein bisschen, dass ich mich sowohl aufs Spiel als auch auf das konzentrieren kann, was ich rede, was ich von mir gebe und nicht einfach nur Mist von mir gebe. Hallo Alex. Der Strand ist ein cooler Ort, Zeit zu verbringen und ein paar Sonnenstrahlen zu fangen. Du musst ein bisschen unter die Sonne kommen, sonst bist du ganz bleich. Bin ich von Natur aus, auch wenn ich unter die Sonne komme. Lass dich nicht von meinem Mann George stören, er ist nicht sonderlich freundlich zu Fremden. Wenn du ihn besser kennenlernst, wird er sich dir öffnen. Ich bin mir sicher, dass ihr beiden eines Tages gute Freunde sein werdet. Weil du so interessiert an meinem Mann bist, erzähle ich dir ein kleines Geheimnis. Er liebt Lauch. Du kannst ihn zu dieser Jahreszeit in den Bergen finden. Ich rede zwar die ganze Zeit mit dir, schon mit deinem Mann, aber ist okay. Ach du meine Güte, das sieht wundervoll aus. Das ist sehr lieb von dir. Echt, also wirklich, ich glaube, jeder in diesem Tal liebt Narzissen. Wirklich, jeder.
Du kannst eigentlich die ganze Zeit mit Narzissen um dich schmeißen und jeder wird dich mögen. Oh, Maru. Hast du meine Mutter getroffen? Sie ist die Schreinerin vor Ort. Ja, sie hat mich begrüßt. Noch schön, dass das alles war als Gespräch. Kommen wir zu ein paar Bohnen. Ja, ein paar Blumenkohl können wir uns auch holen. Oh. Das war jetzt nicht wirklich. Nicht so sehr aufs Geld geachtet. Ups. Naja. Ist ja nicht schlimm. Vergrößern wir das Feld noch ein bisschen was am Anfang. Man muss ja erstmal gucken, wie man Geld verdient. Wie man hier ein bisschen sich eine Existenz aufbaut. Natürlich nicht ganz realistisch, also. Ist ja nicht. Ist ja keine Lebenssimulation an sich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Und dann wieder gießen. Ja, ich hoffe natürlich, dass wir sehr weit mit diesem Let's Play kommen und ihr nicht zu schnell gelangweilt werdet von diesem Projekt. Aber das glaube ich nicht. Also ich kann aus Erfahrung selbst sagen, dass gut, das ist meine Meinung und meine Einstellung, aber ich werde von Stardew Valley absolut nicht schnell gelangweilt. Ich glaube, ich gucke momentan 3 oder 4 Let's Plays dazu gleichzeitig und spiele dazu noch selbst. Also gut, kann auch sein, dass das einfach nur heißt, dass ich ein Freak bin, aber wer weiß. Ja, an sich, an Games zocke ich halt sowas wie Stardew Valley, Harvest Moon, Animal Crossing, Sims, eine Grünalge, ja super. Und dann RPGs mag ich eigentlich ganz gerne Skyrim oder auch die Dragon Age Saga. Fand ich sehr, sehr schön. Ich habe auch Divinity, ups, das war zu früh. Divinity Original Sin ziemlich durchgesuchtet. Und ja, mal gucken, vielleicht kommt ja so ein Projekt in Zukunft auch noch auf den Channel. Schauen wir mal. Ich bin ja immer, wow, ich bin ja immer offen für neue Projekte, neue Sachen. Und gucken wir mal, worauf ich noch Lust habe. Die liebe Lea. Ich hoffe, ich stehe nicht im Weg. Ich stehe im Weg. Wow. Hallo Nachbar. Wir leben beide außerhalb der Stadt. Bedeutet das etwas? You'll never know. Kann ich mir, wo fängt man denn nochmal an? Gotteslachs. Ach, vor allem muss ich die Quest ja zuerst annehmen und dann angeln. Hab ich ganz vergessen. Ups. Weil sonst zählt das ja nicht. Weil ich glaube, den Trick mit dem, dass man es in die Truhe legen konnte und dann wieder aufnehmen konnte, klappt nicht mehr, oder? Ich glaube, das noch. Keine Ahnung. Aber schauen wir mal, ob wir die Quest für Helly erfüllen können, die einen Gotteslachs bringen können, wie ihr es hier geschrieben habt. Suche nach einem hübschen jungen Mann, der mir Gotteslachs bringt. Haley. Ja, na gut. Der Abigail. Ich bin gerade nicht gut drauf. Ja, ich spreche jetzt nicht das zweite Mal an, weil dann beschwert sie sich, dass man sie nochmal angesprochen hat. I think you will. Ja, was ist das heute? Ich habe heute absolut kein Glück, oder? Warum fange ich nur diese scheiß grünen Algen? Ich habe jetzt auch den Ton mal ein bisschen angepasst. Ich hoffe, man hört mich jetzt besser als in der ersten Folge, aber ich habe mir die erste Folge beim, ja, beim Durchschauen, nochmal angesehen. Ha, beim Schneiden und ja, Sounds einstellen nochmal angehört und gemerkt, dass ich echt leise klinge. Was mir überhaupt nicht so vorkommt. Gotteslachs. Das ging ja schnell. Haley.
Ist die noch zu Hause? Ich habe absolut keine Ahnung, wie der Tagesrhythmus von Haley ist, weil sie nicht unbedingt zu meinen Lieblingscharakteren gehört in diesem Spiel. Obwohl, wenn man sich ja mit ihr anfreundet, sie ein bisschen erträglicher wird. Ist die jetzt in ihrem Zimmer? Nee. Könnte hier denn sein? Fotos hat sie auch nicht gemacht. In die Bar geht sie nicht. Mein ich. Uff. Nee, Sport macht die mit den Frauen auch nicht. Das ist jetzt doof. Ich habe gerade absolut keine Ahnung, wo Haley hingeht. Ach, der Elliot. Eine großartige Idee kann dir kommen, wenn du es am wenigsten erwartest. Aber wenn dein Verstand zu beschäftigt ist, verpasst du sie vielleicht. Nun gut, ich muss zurück zu meiner Arbeit. Hat auch recht mit. Wenn man zu sehr beschäftigt ist mit manchen Dingen, halt vieles einfach nicht mitbekommt. Auch viele Ideen einfach direkt wieder vergisst, obwohl sie eventuell großartig gewesen wären. Oh, hi. Schön, dich wiederzusehen. Ich will den... Danke. Mach's gut. Ich wollte Sam ansprechen und nicht den Scheißbusch, aber ist okay, Spiel. Oh. Mama lässt mich heute nicht Süßes mehr essen. Was? Hi. Alles klar. Nein, bleib stehen. Hey. Ich gebe heute Vincent und Jess etwas Nachhilfe. Sie können anstrengend sein, aber es ist schön, im Leben von anderen etwas zu wirken. Das stimmt. Generell ganz egal, ob als Lehrer, als Erzieher, als Krankenschwester, Krankenpfleger, Altenpfleger, Altenpflegerin. Generell ist ganz egal, wann man etwas im Leben als anderen bewirkt, sondern einfach nur, dass man etwas bewirkt. Ach stimmt, Haley steht da oben an dem Brunnen. Stopp! Oh, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich bin so glücklich. Ja, ich freue mich auch immer, wenn man mir mit einem Fisch über den Kopf einfach mal hinterherläuft. Das ist immer das Beste. Nee, aber... Ja, es ist vollkommen egal. Wann man etwas bewirkt im Leben als anderen, Hauptsache man bewirkt etwas. Und natürlich hoffentlich was Positives. Also jetzt nichts Negatives. Soll ich die noch behalten? Nee, das dauert ein bisschen lange, bis man die Recycling-Maschine bekommt. Daher gucken wir mal. Räumen wir nochmal ein bisschen hier auf. Flup, flup. Ja. Ja, also generell wollte ich halt gucken, was ich noch so neben Stardew Valley aufnehme, weil nur Stardew Valley ist, glaube ich, auf Dauer immer ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber es ist schon träge irgendwann. Weil es ist ja kein Actionspiel hier. Und ja, ich muss mich selber erstmal dran gewöhnen, wie ich ja in der letzten Folge schon sagte, mich vor den PC zu setzen, was zu zocken und in ein Mikrofon zu reden, weil das kenne ich halt absolut gar nicht. Aber mal gucken, vielleicht wird das nächste Spiel halt wirklich ein RPG. Muss schon mal gucken, welches ich mir raussuchen werde, worauf ich Lust habe. Hey, gemischte Saat zweimal, cool, da kann ich noch anpflanzen. Und ja. Mal schauen. Also grundsätzlich habe ich halt immer Bock auf Simulationsspiele, aber ich kann jetzt... Also gut, können tue ich das schon. Können tue ich das schon, dass, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt mache ich neben Stardew Valley noch Animal Crossing und danach Harvest Moon und noch dieses und noch jenes. Eine Geode! Yay! Du hast eine Geode gefunden. Der örtliche Schmied kann sie aufbrechen. Wer weiß, was darin verborgen ist. Die heben wir uns auf, wenn wir Glück haben, weil Clint hat jetzt eh schon zu. Und ja, also ich guck mal, dass ich eventuell ein schönes RPG finde. Vielleicht auch Divinity, dass wir damit anfangen eventuell. Oder die Dragon Age Serie, mal schauen. Generell muss ich noch gucken, wie ich von der Konsole aufnehme, weil ich habe einfach so die meisten Spiele auf der Konsole. Und ja,
Da muss ich mich noch mit auseinandersetzen, wie man am besten von der Konsole aufnimmt. Weil mir jetzt alles Spiel doppelt zu holen, finde ich jetzt ein bisschen doof, muss ich sagen. Ah, da oben liegt noch was. Komme ich hier so durch? Ja, komme ich. Nolan, warte auf meine Rückkehr zu Beginn deines dritten Jahres, Großvater. Großvaters Schrein. Ja. Der gute Kerl schreibt noch aus dem Jenseits Briefe. Also ich muss sagen, ich finde die Waldmap echt noch am schönsten von den ganzen Hofmaps. Also, ich finde die Standardmap mittlerweile nicht mehr so schön, nachdem ich durch das hier alles gesehen habe und denke so, okay, es geht auch schöner. Die Bergmap finde ich auch ganz hübsch eigentlich. Welche ich nicht so schön finde, ist die Strandmap. Also dieses, das halt, ja, halt, halt diesen Fluss oder dieses, ja, Meerähnliche durch deinen Hof ziehen hast. Dir fehlt halt viel Platz für den Hof und das stört mich ein bisschen. Und ich muss sagen, diese Kampf-Monster-Map-Hof-Gedöns habe ich jetzt mir noch nicht angeguckt. Sollte ich vielleicht mal. Morgen wird es den ganzen Tag regnen, das ist sehr gut. Das heißt, morgen können wir noch ein bisschen mehr angeln. Weil wir uns dann hier. Können wir eigentlich schon. Nein, da. Holz und Harz. Ja, warte mal kurz. Bis es nicht mehr so dunkel hier ist. Zack. Können wir das alles wegtun. Die Hacke behalte ich wegen den Würmern. Können wir morgen den ganzen Tag angeln. Schön. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.